in Berlin, da hat Boris Becker diese Woche seine neue Doku vorgestellt und sich wie ein Held feiern lassen. Grund zu feiern hat er eigentlich aber gar nicht. Boris Becker, der Kerl, der neben seinen ganzen Eskapaden eigentlich auch mal Sport gemacht hat. Die Tennislegende, der Finanzexperte. Denn so schnell wie er Ende der 90er ins Internet gekommen ist, so schnell landet er Mitte letzten Jahres auch im Knast. Wegen Insolvenzbetrug. Ein Leben lang hatte er es auf dem Court mit Schlägern zu tun. Im Gefängnis 231 Tage lang ein ähnliches Bild. Doch er ist wieder frei, obwohl noch immer hunderte Gläubiger auf ihr Geld warten. Becker zeigt sich zuletzt auf der Berlinale, gibt sich geläutert, bescheidener. Wirklich? Denn beglichene Schulden? Fehlanzeige. Stattdessen weiterhin Luxus pur. Urlaub für 1.200 Euro die Nacht mit Freundin Lilian und Sohn Amadeus im 5-Sterne-Wellness-Hotel bei Kitzbühel. Übernachtungen in der Deluxe-Suite zur Berlinale für 1.300 Euro inklusive Limousine. Hat er seine Lektion wirklich gelernt? Protzleben, trotz Schulden. Tanja, ich fasse mir jedes Mal wieder an den Kopf, wenn ich höre, dass dieser Mann noch mehrere Millionen Euro Schulden haben soll. Und dann macht er so einen Luxusurlaub in den Bergen. Wie geht das? Er hat die Schulden, das hat uns ja der Insolvenzverwalter bestätigt aus London. Er hat definitiv die Schulden und er sagt, ich wiederhole mich da immer gerne, aber ich kann mich da ja auch wahnsinnig reinsteigern in dieses Thema. Der Insolvenzverwalter sagte, nochmal zur Erinnerung, es ging immer um Millionen und es geht nach wie vor um Millionen. Und wenn ich diese Bilder sehe, ich habe Boris Becker am Wochenende am Sonntag auf der Berlinale getroffen. Ich habe mir die Doku ja schon angeguckt, die erst Ende April bei Apple TV zu sehen sein wird. Und ja, er genießt es. Er lässt sich feiern. Er kommt aus eines der teuersten Hotels in Berlin raus. Er genießt es. Seine wunderschöne Freundin an der Seite. Und ich sage ja immer, Boris Becker in meinen Augen macht sich die Welt, wie es ihm gefällt. Ich finde das aber so dreist und so unverschämt. Ich finde, das ist wirklich, in meinen Augen ist das eine Ohrfeige für alle Menschen, die ihm mal Geld geliehen haben und denen er das einfach nicht zurückzahlt. Das kann man doch nicht anders sagen, oder? Ganz klar. Aber ich glaube, dass Boris Becker einfach das große Glück und das große Talent hat, solche Dinge auszublenden. Also ich könnte nicht schlafen nachts, wenn ich wüsste, ich habe Schulden. Es gibt Menschen, die auf Geld angewiesen sind, dass ich mir mal geliehen habe von den Menschen, dass ich nicht zurückbezahle. Ich könnte es nicht, Boris Becker kann es. Und ich habe mir diese Doku angeguckt und das ist natürlich eine riesen Hommage an den Tennisspieler Boris Becker. Und da muss man sagen, ist ja ganz klar, also was er auf dem Tennisplatz geleistet hat, ist outstanding, ganz klar. Aber es gibt drei Punkte in dieser Doku und da sieht man, dass auch sein Ego schon nach seinem zweiten Wimbledon-Sieg, schon also in jungen Jahren, ganz ausgeprägt war. Ja, was da passiert? Na, einmal nach dem zweiten Wimbledon-Sieg, natürlich seine Eltern waren da und er hatte ja ein sehr gutes Verhältnis mit seinen Eltern und er umarmt seinen Vater und sagt, du musst wieder bitte diesen Autokorso machen in Leimen. Und da merkt man, und dann sagt Boris Becker, Papa, bestimme nie wieder über mich. Ich entscheide, was ich will. Also ich mache das jetzt noch einmal, aber das war das letzte Mal. Also ich bin der Bestimmer über mein Leben. Und das Zweite ist, als es dann darum ging, 2002, das hat man fast schon wieder vergessen, stand ja Boris Becker schon mal vor Gericht. In München. In München, es ging um Steuerhinterziehung, weil er hat ja die meiste Zeit, sein Wohnsitz war ja in Monaco, er hatte aber auch in München eine Wohnung und da ging es eben darum, dass er Steuern hinterzogen hat. Und auch da, jetzt in dieser Doku, redet Boris Becker über diese Momente von damals, es werden auch Szenen gezeigt. Damals wie heute sagt er, naja, die Deutschen und sie wissen halt einfach nicht zu schätzen, was ich geleistet habe. Und da war ganz viel Neid auf mich, weil ich so jung und schon so erfolgreich war und so viel Geld verdient habe. Und genau das hat er ja jetzt eigentlich auch in London wieder gemacht. Also so ein bisschen Schuldbewusstsein ist bei ihm ja gar nicht vorhanden. Das ist ein gutes Stichpunkt, denn ich möchte noch einmal mit dir über den Titel dieser Doku sprechen. Boom, boom, the world versus Boris Becker. Also boom, boom, die Welt gegen Boris Becker. Alleine der Titel, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja wieder typisch. Alle gegen dich und du bist das Opfer in der ganzen Nummer. Dabei ist er ja eigentlich der Übeltäter. Er ist derjenige, der sich Geld geliehen hat von Menschen, es nicht zurückgezahlt hat von Menschen, von Banken und deswegen verurteilt wurde und deswegen auch ins Gefängnis musste, weil er unwahre Angaben gemacht hat, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er im Gefängnis gelandet. Es hat sich um eine Insolvenzstraftat gehandelt. Wie kann man dann immer noch sich hinstellen und so tun, als wäre einfach nur die ganze Welt gegen einen und alles wäre doch nicht so schlimm?
Ja, aber genau das kommt eben in dieser Doku auch raus. Ich sage mal, 90% geht wirklich um Tennis und 10% gibt es dann auch ein bisschen was über sein Privatleben. Aber diese Insolvenzstraftaten oder dieser Gerichtsprozess, das wird nur gestreift. Also es wird, das wissen wir schon, es wird wohl einen zweiten Teil geben bei Apple TV, wo das dann auch thematisiert wird. Aber jetzt in diesem Teil geht es, wie gesagt, fast ausschließlich um Tennis. Wobei auch da eine Szene jetzt war, die, ja, über die ich schmunzeln musste. Barbara Becker, die erste Ex-Frau von Boris, kommt auch zu Wort und sie redet. Und natürlich alles sehr nett, die sind ja gut miteinander. Aber es gibt so eine Szene, es geht um die Abhängigkeit von Schlaftabletten, die Boris Becker hatte. Das hat er auch alles schon mal erzählt. Und er sagt jetzt in dieser Doku, er hätte die dann nach einem verlorenen Match gegen Ivan Lendl, hat er die Schlaftablettenpackung genommen, die letzte Packung aus dem Fenster geworfen. Und damit war das Thema erledigt. Barbara Becker, die ja auch befragt wird, schildert die Szene ein bisschen anders. Sie sagt, erst 2 Jahre später hat sie dann die Tabletten die Toilette runtergespült. Und da wird dann Boris konfrontiert von wegen, naja, stimmt nicht ganz so zeitlich, was Sie hier erzählen. Und dann sagt er, ja, es gibt natürlich Menschen, die Teil meines Lebens waren. Da gehört natürlich Barbara auch dazu. Aber die Deutungshoheit über mein Leben, die habe nur ich, weil nur ich weiß ja, wie es passiert ist. So, und jetzt sind wir wieder genau bei dem Punkt Deutungshoheit. Ja. Er malt sich einfach alles so, wie es ihm gefällt. Genau. Er zeichnet aber in meinen Augen ein komplett falsches Bild von sich selber. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Er wird dann bei der Berlinale gefragt, wie es ihm geht. Und er sagt, es fühlt sich gut an, wieder in Freiheit zu sein. Habe ich Fehler gemacht? Natürlich. Aber nennen Sie mir jemanden, der keine Fehler gemacht hat. Der Unterschied, meine Fehler werden sofort in der ganzen Welt berichtet. Da muss ich sagen, nein. Weil es geht, darum geht es doch gar nicht. Es geht hier nicht um Fehltritte wie einen Seitensprung oder sonst irgendwas, sondern es geht am Ende um eine Insolvenzstraftat und in gewisser Weise auch Abzocke. Und in dem Ausmaß würden wir ja auch darüber berichten, wenn das kein Prominenter wäre. Also immer dieses, ja, das ist alle wollen immer nur was gegen mich. Und er zeichnet da einfach wirklich ein falsches Bild von sich. Er stellt sich irgendwie anders in der Öffentlichkeit dar. Und das macht er jetzt ja auch wieder mit seinen Kindern. Na? Darf ich noch einen Satz sagen? Natürlich, bitte. Ich habe mich gerade so in Rage geredet. Ja, nein, aber was du gerade sagst, also Fehler. Er ist verurteilt worden vom Gericht. Er ist zu 2,5 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er hatte das Glück, nach 7 Monaten abgeschoben worden zu sein nach Deutschland, ist jetzt frei. Okay, aber er saß 7 Monate im Gefängnis. Und wie du sagst, hier ging es nicht um einen Seitensprung oder um irgendeinen, dass er einen Joghurt geklaut hat im Supermarkt, sondern er hat Menschen hintergangen, er hat sich Geld geliehen, hat dieses Geld nicht zurückbezahlt. Und deswegen musste er ins Gefängnis. Genau. Und was ich jetzt nochmal sage, wo ich nochmal hin drauf, auf dieses falsche Bild, was er zeichnet, das macht er, das Gleiche macht er jetzt ja mit genau. seinen Kindern. Mhm. Er stellt sich dahin als Superdaddy. Du hast aber, und er hätte ja seinen Sohn so sehr vermisst und dieses Band zwischen den beiden. Mhm. Dabei weißt du, weil du es recherchiert hast und du mit Lilly Becker gesprochen hast, dass der seinen Sohn einfach mal 2 Monate, nachdem er, dass der den jetzt das erste Mal gesehen hat, der hat den einfach 2 Monate gar nicht gesehen. Das heißt, wenn du dein Kind doch so sehr vermisst und so ein Bedürfnis nach dieser Bindung danach hast, mhm. dann triffst du dich asap mit diesem Kind, sobald du aus dem Knast rauskommst. Und das Gleiche ist mit seiner Tochter Anna der Fall. Die tanzt jetzt bei Let's Dance und er postet Bilder von ihr und schreibt, was für ein toller Start und er wünscht ihr so viel Glück und tut so, als wäre der super Papi, der seine Tochter total unterstützt. Ich weiß aber aus dem Umfeld, dass die sich gar nicht gesehen haben, seit der aus dem Knast raus ist. Nicht einmal. Und die haben zwar ein paar Mal telefoniert im Knast, aber alle aus dem Umfeld Anna Ermakova sagen, das ist alles andere als ein gutes Verhältnis, was die beiden haben. Und da denke ich mir so, glaubst du eigentlich das, ja. was du da erzählst? Ja, er glaubt das, bin ich ganz sicher. Und er hat, wie gesagt, bei Amadeus, wir wissen es, wir haben mit der Mutter des Sohnes, ja, ich habe mit der Mutter gesprochen. Er hat sein Kind nicht angerufen, als er aus dem Gefängnis rauskam. Er hat dem Kind kein Weihnachtsgeschenk geschickt. Das Kind hat kein Geburtstagsgeschenk jetzt im Februar bekommen. Er hat diese Fotos im Schnee, wir wissen ja, in welchem Hotel er war, in der Nähe von Kitzbühel, Luxushotel. Er hat diese Fotos auf Instagram veröffentlicht, nachdem Bild bei ihm angefragt hat, bei seinem Anwalt angefragt hat, ob das denn alles so stimmt,
was wir wissen und ob er was dazu sagen will, eben keinen Kontakt mit dem Jungen gehabt, also in echt, er hat ihn einmal angerufen, aber auch erst am 25. Dezember hat er ihn angerufen, also nicht mal am 24. Dezember an Weihnachten, nein, er ruft am 25. Dezember an und das Kind hat kein Weihnachtsgeschenk von seinem Vater bekommen. Unfassbar. Und dann postet er diese Fotos und schreibt dazu das Band zwischen Vater und Sohn und es ist so eng und nichts kann dieses Band zerstören. Man müsste mal einen Psychologen dazu befragen, ne, Tanja? Ja. Also mich regt das tierisch auf. Nein, natürlich, das regt viele Menschen auf. Das regt natürlich auch die Mütter der Kinder auf, um die es da geht. Aber ich glaube, dass Boris Becker wirklich der Überzeugung ist, dass er ein toller Vater ist. Also schön protzen, das Geld von anderen ausgeben, sich einen Luxusurlaub leisten, so tun, als wäre man denn Superdaddy und nichts davon kann er sich A, eigentlich wirklich leisten. Und auf der anderen Seite ist es alles ein riesengroßes Schauspiel. Naja, er kann sich diesen Urlaub schon leisten. Er hat auch diesen Urlaub jetzt bezahlt. Er war ja von Montag bis Donnerstag mit Lilian und Amadeus im Hotel, in diesem Luxushotel. Er hat den Urlaub bezahlt. Ich meine, er hat 500.000 kassiert von Sat.1 für dieses erste Fernsehinterview. Er hat jetzt die Australian Open moderiert. Da kassiert er natürlich Kohle. Eigentlich müsste man sagen, dieses Geld geht zurück an den Insolvenzverwalter, damit es an die Gläubiger ausbezahlt wird. Genau. Aber er behält dieses Geld, beziehungsweise also es geht auf das Konto seiner Lebensgefährtin und deswegen kann er sich natürlich diesen Urlaub leisten. Ja, schlimm genug. Ja. Ich hoffe, er hat sich wenigstens ein bisschen erholt.